Das ist der Sieg, der die Welt überwindet, unser Glaube. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heute, am Weißen Sonntag, am Oktavsonntag, dieser größten Oktav des ganzen Kirchenjahres, nämlich der Osteroktav, legt uns die Heilige Kirche das Evangelium vom, wie man landläufig sagt, ungläubigen Thomas vor. Und wir könnten uns fragen, was hat sich denn da bei diesem heiligen Evangelium am heutigen Sonntag ereignet? Zuerst wird uns vom heiligen Evangelisten Johannes verkündet, am Abend des Auferstehungstages, also am Ostersonntag, tritt nun Jesus, der Auferstandene, in ihre Mitte, ohne die Türen zu öffnen, denn sie waren ja verschlossen. Die Apostel hatten ganz große Angst vor den Juden, dass eben mit ihnen dasselbe passieren könnte, denn was sie ihrem geliebten Herrn und Meister angetan haben. Und deswegen haben sie die Türen verschlossen. Und unser Herr tritt in seinem verklärten Zustande durch die Tür hindurch, und er ist plötzlich mitten unter seinen Aposteln, mit Ausnahme des heiligen Thomas. Und er grüßt sie mit den Worten Pax Vobis, der Friede sei mit euch. Und er haucht sie an und vermittelt ihnen mit göttlicher Autorität nun diese Vollmacht, Sünden nachzulassen oder Sünden zu behalten, die Einsetzung des Allerheiligsten, des Sakramentes der heiligen Beichte, das Sakrament der göttlichen Barmherzigkeit. Und nun, wie schon gesagt, Thomas, der Apostel, ist nicht bei ihnen, und als Thomas wieder zurückkommt, sind die anderen Apostel voll innerlicher Freude, und sie berichten nun diesem Thomas, wie der Herr ihnen erschienen ist, der ja jetzt sich zeigt zum ersten Mal, den Aposteln. Und Thomas, selbstbewusst und kritisch, sagt ganz frei: Ich glaube es nicht, dass Jesus auferstanden ist, außer ich lege meine Finger in seine Wundmale und meine Hand in seine Seite, und dann erst werde ich glauben. Der heilige Thomas sozusagen versinnbildet hier jene, die nicht glauben, die Tugend des Glaubens nicht besitzen oder die vom Glauben abgefallen sind. Und die Kirche lehrt und die Kirchenväter lehren, dass es im Plane der göttlichen Vorsehung zugelassen wurde, dieser Unglaube, kann man sagen, des heiligen Thomas, wegen uns. Dass wir glauben wegen des Unglaubens des heiligen Thomas.
Denn es liegen hier vor uns ganz wichtige Lehren. Aber gehen wir weiter oder zurück zum Heiligen Evangelium. Es wird uns berichtet, dass am achten Tag, also am heutigen Sonntag, sind wiederum die Apostel versammelt und nun ist Thomas bei ihnen. Und es geschieht wiederum, dass der Herr durch die Tür hindurchgeht und plötzlich unter ihnen ist und sie grüßt mit seinem Gruß des göttlichen Friedens, der Friede sei mit euch. Und nun wendet er sich dem heiligen Thomas zu. Und er gebietet ihm sozusagen, auf dass er glauben möge, dass er doch, wie er es gefordert hat, nun war seine Finger in seine Wundmale lege und seine Hand in seine Seite lege, und dass er selber sehen könne, dass Jesus Christus, der doch am Karfreitag so schrecklich gestorben ist, dass er wahrhaft auferstanden ist. Und der Heiland sagt, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und ganz bemerkenswert ist, der heilige Thomas muss sich gar nicht mehr sinnlich davon überzeugen, dass es der Herr und Gott, der wahre Messias, Jesus Christus, der Auferstandene ist. Denn er legt seine Hand nicht mehr in seine Seite und in seine Wundmale, sondern er bekennt nur mit ganz tiefem und großen Glauben, in aller Demut, er wirft sich vor ihm als wahrer Gott auf die Knie nieder und bekennt: Mein Herr und mein Gott, und ist nun von seinem Zweifel, seinem Unglauben an die wahre Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus vollständig geheilt. An diesem Sonntag, dem weißen Sonntag, legt uns die Kirche nahe, in unserer Betrachtung ganz besonders zu betrachten, die erste eingegossene göttliche Tugend des Glaubens. Und doch muss man sagen, wenn man heute in die Kirche hineinschaut, wir sprechen ja viele vom Glauben, was meinen die meisten, die sich heute noch Christen, Katholiken nennen, wenn sie sagen, ich glaube? Was bedeutet es, im christlichen, katholischen Sinn zu glauben? Der Katechismus lehrt uns eindeutig, dass der Glaube eine Zustimmung unseres Verstandes ist zu dem, was Gott geoffenbart hat, im Alten und im Neuen Testament durch die göttliche Offenbarung und die Tradition, die zwei Quellen des Glaubens, die Überlieferung und was die Kirche uns zu glauben als solches vorstellt. Es ist nun dieser Glaube kein vorübergehendes Gefühl, ein inneres Erleben Gottes, wie den Modernisten
es sagen. Und das ganz besonders vom heiligen Papst Pius X. auf das Strengste, das Allerstrengste verurteilt wurde am Beginn des 20. Jahrhunderts. Denn was ist der Modernismus? Damit Modernismus betrifft nicht in erster Linie Veränderungen im äußerlichen Leben der Kirche, könnte man sagen. In den Gebräuchen, in den Riten, der Sakramente und der Heiligen Messe und so weiter. Nein, der Modernismus greift das Herz der Kirche, greift das Herz des Glaubens direkt an und ertötet es. Und deswegen nennt Pius X. es das Sammelbecken aller Häresien. Es ist sozusagen die Überheresie aller Häresien. Und Pius X. erklärt es so wunderbar in seiner Enzyklika Pascendi Domini Gregis vom Jahre 1907, dass die Modernisten verkünden, dass der Glaube nicht etwas ist von außen, die Offenbarung, sondern ein inneres Erleben, ein Gefühl, ein religiöses Gefühl, das er dann vitale Immanenz nennt. Und wie es eben mit Gefühlen ist, sie kommen und gehen und verändern sich, wie sich das Wetter verändert. Wenn man nun landläufig Menschen, die sich Christen nennen, vom Glauben sprechen hört, dann muss man feststellen, dass sie oftmals nicht diesen katholischen Glauben meinen, sondern sie sprechen eigentlich von einem vertrauenden Glauben, der nichts anderes ist als das protestantische Verständnis vom Glauben, dass man eben dem Herrn Jesus Christus vertraut. Aber es hat nicht unbedingt etwas zu tun mit der Zustimmung unseres Verstandes an all dessen, was da geoffenbart ist und uns zu glauben vorgelegt wird durch die heilige katholische Kirche. Unser Glaube aber ist, wie schon gesagt, eine göttliche Tugend, die uns am Tag unserer Taufe in die Seele zusammen mit den anderen drei Tugenden, göttlichen Tugenden, anderen Tugenden und den Früchten des Heiligen Geistes und den Gaben eingegossen wird in unsere Seele. So im katholischen Sinne ist es eine Zustimmung unseres Verstandes zu all dem, was Gott in der Heiligen Schrift uns geoffenbart hat, was uns dann die Kirche vorlegt als Offenbarung aus der Schrift kommen oder der Tradition. Und dass wir alles annehmen, ohne jeglichen Zweifel, als Offenbarung Gottes, aufgrund der Autorität Gottes, Gott, wie es im Akt des Glaubens heißt, der weder betrügen noch betrogen werden kann, der sich nicht täuschen kann. Und wir glauben, was uns die Kirche als die Hüterin der Offenbarung zu glauben vorlegt.
Und diese Definition des Glaubens war 2000 Jahre lang wahr. Aber sehen wir heute vor unseren Augen, wir sehen eine Kirche, eine Organisation, die sich katholische Kirche nennt, die Priester, die Bischöfe und Franziskus, der sich als Papst proklamiert und die oftmals dem widersprechen, was Gott geoffenbart hat oder was die Kirche gelehrt hat. Und hier sehen wir einen Zwiespalt, einen Widerspruch, der sich seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil vor unseren Augen abspielt. Und die einzige Folge oder Konsequenz dieses Widerspruches ist, dass die heutige Kirche nicht mehr die katholische Kirche Jesu Christi ist, weil sie ja viele andere Glaubenswahrheiten, Aussagen, Lehren der Heiligen Kirche, ausgedrückt von den frühen Päpsten, widerspricht. Und so müsste sich der Heilige Geist, der der Kirche gegeben ist, als eine immerwährende Hilfe, als einen immerwährenden Beistand, müsste sich der Heilige Geist selber widersprechen, das völlig unmöglich ist, denn Gott ist die Wahrheit. Und der Heilige Geist, durch sein Wirken in der Kirche Gottes, ist dem Papste als Beistand gegeben. Und so müssen wir sagen, dass im Allgemeinen das, was sich heute katholische Kirche nennt, nicht mehr die Kirche Jesu Christi ist. Und dies ist eben die Konsequenz, die Folge dessen, was Pius X. Als Modernismus als das Schärfste verurteilt hat. Der Glaube, alle Glaubensartikel, alles, was die Kirche lehrt, alles, was Gott geoffenbart hat, uns gegeben hat, durch die Offenbarung, durch die zwei Offenbarungsquellen, der Schrift und der Tradition, was uns die Kirche vorlegt, strengstens zu glauben, das wollen wir glauben. Wir wollen, so wie der heilige Paulus geschrieben hat, ich habe den Glauben bewahrt. Möge es doch Gott geben, dass man das über unser Grab schreiben könnte. Ich habe den guten Kampf gekämpft und den Glauben bewahrt. Und wenn wir Glauben sagen, meinen wir alles, was uns von der Kirche über 2000 Jahre hindurch vorgelegt wird, unfehlbar, als zum Glauben gehörend verpflichtend. Und wenn wir nur eine einzige Glaubenswahrheit anzweifeln, leugnen, zum Beispiel, sei es die Hölle, sei es die Jungfrauengeburt oder sei es die Unauflöslichkeit der Ehe, dann sind wir abgefallen vom wahren Glauben. Denn der Glaube ist nicht etwas, das wir verstehen und deswegen glauben wir, sondern wir glauben an alles, weil Gott es so sagt, der nicht irren und nicht betrügen kann.
deswegen glauben wir. Das ist der Beweggrund unseres Glaubens. Die Autorität Gottes, die Unfehlbarkeit Gottes, die Wahrhaftigkeit Gottes, der uns nicht in die Irre führen kann. Und wenn wir nur eines, wie gesagt, eine Glaubenswahrheit leugnen, sind wir nicht mehr katholisch, wie noch Pius XII. In seinem Rundschreiben über die leibliche Aufnahme Mariens ganz klar dargelegt hat. Wer also dies nicht annimmt und ablehnt, der soll wissen, dass er ganz und gar vom katholischen Glauben abgefallen ist. Wir wollen mit ganzem Herzen, mit einem ganz starken und tiefen Glauben an all dem festhalten und all das glauben, was Gott geoffenbart hat, zuerst durch die Patriarchen und Propheten, wie die Kirche sagt, Gott, der zuerst zu den Vorvätern gesprochen hat und dann seinen Sohn gesendet hat, um uns die ganze Wahrheit zu verkünden. Und Jesus Christus, der dann die Kirche gegründet hat, als die Hüterin des Glaubens, die uns den Glauben vorstellt. Wir wollen all dies glauben, sodass man wirklich über unserem Grabe die Inschrift anbringen könnte: Ich habe den Glauben bewahrt. Wolle Gott uns doch die Gnade vermitteln durch die Mutter Gottes, die die Hüterin des Glaubens genannt wird, die die Überwinderin aller Häresien im Brevier angerufen wird, möge sie uns doch, wie schon am Ostersonntag gesagt, an ihrem starken, unwankelhaften Glauben teilnehmen lassen, dass wir wirklich sagen können, zusammen mit dem heiligen Paulus: Ich habe den Glauben bewahrt. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.